Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen ein kleines Bier-Tasting machen, XXL, ne? Denn der Shinox war da, der Silvio Shinox, ihr kennt ihn alle, wir haben ihn euch gezeigt. Wir haben euch seinen Kofferraum gezeigt und der hat im Kofferraum einfach 10 Millionen Polen Biere gehabt. Der war extra unterwegs, hat er was mitgebracht, alles ohne Pfand, ne? Alles ohne Geschmack und alles hier auf dem Tisch verbreitet. Das fängt klein an, das wird immer größer, brutaler. Wir können euch das mal hier zeigen kurz. Der Imbiss Brongo ist am Start. Das ist der Kameramann für heute, der einfach nur da sitzt und einfach nichts macht. Das ist seine Funktion, aber der hilft uns dabei, denn das ist die Shinaya. Moin. Und das ist der Hannes. Moin. Und wir wollen jetzt hier diese 19 Biere testen, die hier aufgebaut sind. Die waren alle doppelt. Das sind jeweils die Einzelsorten, die auch noch übrig geblieben sind. Die wollen wir jetzt mal testen. Das geht der Reihenfolge nach. Wir werden euch gleich immer in die Kamera noch mal reinhalten, wie der Name ist, welche Sorte das ist. Ein bisschen so, wie das Etikett aussieht. Das müsstet ihr eigentlich kennen, das Zubr. Und die werden halt immer stärker, bis ihr hier hinten ankommt. Hier habt ihr zum Beispiel diesen Romba Extreme, kann man kurz zeigen. Der ist auch schon bei 12%. Die zwei sind weniger, aber weil das Plastikflaschen sind und da mehr drin ist, sollen das die Bonus-Biere sein. Oh mein Gott, jetzt ist einfach mein Stab weggeflogen. Wir stellen euch jetzt einfach mal hier hinten hin, in die Ecke, ne? So. Und hoffen, dass es irgendwie funktioniert, dass man uns da noch sieht. Ich tue es einfach so ein Stück Bier verlagern. So. Guck. Und hier baue ich auch so dahin. Und dann ist diese Flut hier drin wunderbar. Und so müsste man uns ja genau sehen und ich kann das immer direkt hier reinhalten. Die Sonne ist gerade nur ein bisschen doof, aber davon lassen wir uns nicht irritieren. Wir haben als erstes hier dieses Felgobobowitschki Kurzel. Das ist ein Kurzel. Eine Dose Kurzel, ein schwarzes Kurzel. Das sieht halt durch die Sonneneinstrahlung jetzt trotzdem komisch aus. Das finde ich cool, dass der Bierkrug hier richtig rötlich ist und richtig glänzt. Ein Kurzel mit 3,8, sagt der Hannes. Ja, 3,8%. Das werden wir jetzt als erstes mal aufmachen. Wir müssen gucken, dass wir das richtig schön einteilen, dass halt jeder das gleiche hat. Es geht nur ums Tasten, ja. Fängst du mit dem hinten an oder was? Komm, ja, gib mal den Kameramann hier. Machst du das, ja. Damit die Kamera eine gute Arbeit leistet. Ja. Da ist er was zum Probieren hat. Das ist bestimmt viel zu viel. Das ist ja, zu viel, ja, das ist egal. Das ist der Babyschluck, das man geht so Stück für Stück immer durch. Wir haben diesmal auch extra Gläser genommen, damit ihr auch die Farbe seht. Das hat man nämlich bei den Plastikbechern gar nicht gehabt. Das war das Problem. So, da geht da noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. Und der ist beim Kameramann. Da, der Kameramann, der freut sich. Ist ja weniger als die Hälfte immer. Von den 0,3. Ja, 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 ja. Das ist richtig toll, genau. Damit der Kameramann so richtig gute Arbeit machen kann. Das ist also das erste Bier. Guckt euch die Farbe an. Es ist richtig dunkel, aber es ist klar. Es glänzt richtig, die Perlen steigen nach oben. Das ist eigentlich eine richtig tolle Farbe. Das finde ich genial. Coca-Cola Bier. Ah, die Sonne nervt halt wirklich hier. Guck mal von der Seite. Guck, wie das aussieht. Guck dir die Farbe an. Und jetzt probiert alle mal und dann sagt mir mal, wie das schmeckt und ob das schmeckt oder was überhaupt los ist gerade mit euch, ne? Prost, Kameramann. Prost. Also ich kann gleich sagen, ich schmecke irgendwie gar nichts. Liegt vielleicht auch an der Erkältung ein bisschen mit. Wässrig. Deswegen habe ich die Profis mit dabei, denn die können euch beschreiben, wie das Wasser schmeckt. Wässrig, sagt ihr? Ja. Bin ich aber positiv überrascht. Sonst, wenn du so Biere hast, die so eine extrem dunkle Farbe haben, sind die auch richtig her. Aber das, ja, mit 3,8, dass das mit dieser Farbe so gut läuft, da ist das jetzt schon mein absolutes Lieblingsbier. Schmeckt ja wie verdünntes Kellerbier. Ja. Verdünntes Kellerbier. Vielleicht ist das normales, aber weil wegen dem Wassergehalt ist es nur auf 3,8 runtergezogen. Wenn die Kopfen reinkommen und ein bisschen mehr Wasser. Also,
Ich sehe schon, ihr sagt, da muss noch was kommen, deswegen gehen wir gleich weiter. Die schwarze Dose mit dem roten Bierglas wechselt jetzt zur gelben Dose mit dem gelben Bierglas. Das schimmert nicht so schön wie das erste. Also hier das Design ist okay. Es hat komplett überlagert, zu viel einfach, was ich hier noch stylisch fand. Das Ding ist auch ein Velko Bobo Figi, ne? Von Kotzel mit aber 4, wie viel hatte das? Das hat 3,8 und das hat 4,8. Von 3,8? 4,6. 3,8 auf 4,6. Wir machen es wieder auf. Der Kameramann hat kein Glas. Gut, schenken wir es hier drüben erstmal ein. Fangen hier an. Solange wir das Glas rüber geschaut, zack. Dann ist das, wer hätte das gedacht, dass diese, sieht aus wie die Dose. Also bisher passt sich das gut an. Ja. Von den Farben her. Dann mal kurz hier rein. Dann mal kurz hier rein. Glänzt in der Sonne. Das ist sehr schön. So, jetzt kurz gucken. Überblick, Hannes hat das meiste. Der Bierkameramann, der braucht noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Spritzt auch noch mal rein hier. Oh, ja, guck dir das an. Oh, jetzt kriege ich nur einen Schaum ab. Toll. Ja, das ist ganz normal. Bobo, Vicky, ne? Ihr versteht, Kurzel. Also das vereint alle komischen Dinge in einem Namen. Guckt euch die Farbe an. Die Natur. Wenn ihr das seht, ist schon wieder klar. Ein bisschen trüb ist es. Also da war wahrscheinlich was anderes im Glas vorher, so wie es aussieht. Aber sie hat trotzdem eine schön goldige Farbe. Ich würde sagen, probiert, sagt eure Meinung. Bei ihm hier in der Mitte der Tornado, der im Kugel. Hey, bei mir ist kleine Bläschen links und rechts, bei ihm in der Mitte. Das ist ein Rage im Schild. Ja, das sieht gut aus. So, schmeckt für mich genau wie das davor. Ja, irgendwie ja. Ich habe wieder absolut keinen Geschmack. Ihr sagt bestimmt wässrig, jetzt wieder wässrig, oder? Nein, das vorherige war wässrig, aber das hat jetzt einen besseren Geschmack als das vordere. So ein bisschen besseren, ja. Aber das war jetzt aber nicht zu herb, sondern so süffig, kann man sagen. Ja, definitiv. Ja, man denkt ja eigentlich, wenn das mehr hat, müsste das auch mehr sich bemerkbar machen und auch mehr auf der Zunge liegen und so richtig, das hinterlässt Spuren so. Ist aber nicht immer so. Was sagst du? Das schmeckt wie ein verdünntes Pils. Ja. Ein verdünntes, was ist das erste? Ein verdünntes Kellerbier? Ja, und nur sind wir beim Pils. Jetzt ein verdünntes Pils. Ach so. Nun kommt das verdünnte Weiße. Sie sind nicht nur der starbeauftragte Kameramann als Artist hinter der Kamera und Imbiss-Bronco-Vertretung, sondern haben Sie mal ein Feuerzeug dabei, der Herr? Das ist nämlich ganz wichtig. Und es gibt ja nicht nur Dosenbiere, wir haben auch Flaschenbiere. Und deswegen geht es jetzt weiter mit diesem Pivo Retze Miselnitzke Vivat Mitzidroje Weizen. Weizen, fertig, Weizen. Das ist so ein langes Wort, obwohl es einfach ein Weizen ist. Guckt euch das an. Das ist eine Flasche, ne? Man sieht jetzt schon, dass das so richtig trüb ist. Und vor allem kommt danach das IPA davon. Nee, das hat der Scheinungs schon getestet. Das Ding hat 5,2. Das ist das stärkste bisher. Mir läuft jetzt schon nicht das Wasser im Mund zusammen, aber der Rotz aus der Nase. Ich zeige euch nochmal hier das Etikett. Das ist wichtig. Die Sonne strahlt so drauf. Wunderbar. Das Etikett finde ich richtig hässlich, muss ich sagen. Das ist ein Rollen. Da kommen bessere auf jeden Fall. Ich lege das mal hier hin. Der Kameramann ist nicht da, ich schenke dir zuerst ein. So, das ist das dritte von 19. Das ist sehr gut, das ist ein gutes Zeichen. Weizen. Weil es ist ja immer staubig, ne? Trocken wie Weizen. Und da fliegt alles rum. Knopper ist jetzt neu. Alter, der Tony Hawk, der grindet einfach am Bordstein entlang. Das andere war ein bisschen klarer. Ja, Hannes ist ja gut. Hannes braucht den Pfand. Wir stellen ihn wieder direkt zurück. Sehr trüb. Die haben alle keinen Pfand. Aber wenn du die hier abgibst, kriegst du trotzdem Pfand, weil der Automat sagt sich, guck mal, eine Glasflasche. Kenn ich.
Außer bei den, na doch, ging alle gut. Ja. Das war vorhin eine komische Geschichte. Es also, kommt auf den Automaten an. Der eine nimmt es nicht, der andere ja. Ja, am ersten hat der Hannes drei gehabt, die ging nicht durch. Nee. Die habe ich bei mir hinten in dem zweiten Automat rein, die ging durch. Ich hatte hinten zwei, die ging nicht durch. Ich habe sie beim Hannes von rein, die ging durch. Ich dachte, es liegt daran, weil dieses Lomza zum Beispiel so eine komische Form hat. Und das erkennen die nicht. Aber in dem anderen, der hat trotzdem gesagt, mir doch egal, ich habe heute guten Tag, ich nehme alles. Ne? So, hier seht ihr richtig natürlich, da könnt ihr nicht durchgucken. Wir sehen den Imbiss Brongo nicht mehr. Wo ist er hin? Weil das Bier ist so trüb. Aber, ja, das schmeckt bestimmt richtig gut. Ihr probiert's und dann sagt er mal, was euch durch den Kopf geht. Also, wenn ich nichts merke, da merke ich trotzdem, das ist schon so ein bisschen bitter auf der Zunge, so richtig, so wieder so spülmittelmäßig. Es fängt schon an. Oh Gott, der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist ja schlimm. Oh. Ja. Aber was heißt schlimmer? Trotzdem nicht mehr. Ja, das ist dieser Hopfen. Hopfen und Malz. Also beim Trinken selber habe ich nichts gemerkt, aber dann, als ich fertig war, hat die Zunge irgendwie gebitzelt und war so, als hättest du irgendwie dir die Cremeseife in den Mund gespritzt. Das können wir aber noch überbieten, ja? Kameramann, du sagst nichts oder was? Nee. Trinkst du keine Cremeseife? Bei Weizen bin ich auch. Bei Weizen, ach ist gut, der ist jetzt weg. Weizen, ja. Tschüss. Weizen, Schuss. Aber ihr habt euch jetzt langsam an den Geschmack rangetestet, weil jetzt kommt nämlich das von derselben Firma, nur als IPA. Ne? Und das ist Ultra Spülmittel. Da hat nämlich der Scheinux die zweite Flasche gehabt und ich habe ganz kurz probiert und er auch. Und er hat irgendwann nur noch gemacht. Ja. Ist er als auch wieder Pivo Rezimiros Lianice Vivatsch mit Jezitrojoje, aber Iva Ibu 75. Sind es die Schmerztabletten? Ibu. Ja. Hat deswegen die sind da drin aufgelöst und dann ein India Pale Ale. Jetzt weiß ich auch, was IBA ausgeschrieben heißt. Okay, die Ibu 75, jetzt spürst du nicht. Wobei, doch 75 ist sehr schwach. Achso, ja, das hat 5,6. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gesucht. Ihr seht das Design nochmal. Das erinnert an ein Öko-Bier, ein biologisches Öko-Bier, weil das hat so ein richtig grünes Etikett. Das ist auch voll trüb, aber scheint dunkler zu sein. Mach mal nehmen. Was ist denn? Jetzt will der schon wieder. Mann, Mann, Mann. Dafür kriegst du jetzt auch den ersten Schluck. Das hast du dir verdient. Das sieht jetzt wieder aus wie eine Mezzo-Mix. Genau, das ist ja so eine. Das ist ein interessanter, also sagen wir mal so, interessante Farbe. Interessante Spezie. Farbe sieht immer besser aus, als wie schmeckt dann. Hey, mit der Flasche stimmt was nicht. Du hast bei mir so viel rein. Ja, ich wollte ja, sagen, bei Hannes und beim Imbiss Brongo so viel und bei dir so wenig. Aha. Der wird mir bei dir liegen nach rum. Die Gläser sind unten dünner als die. Ich merke schon. Ih, das schmeckt mir nicht. Ich will mir nicht so viel einschütten. Jena, beim nächsten schenke ich dir zuerst ein. Da kommt nämlich das Hannes Bier. Oh Gott. Mit Ritterhelm und Co. Oh Gott, wobei es ist besser wie das IPA. Ja, bitte. So, ihr seht schon, das ist eine Spezi. Das ist eine Mezzo-Mix. Das ist eine Billig-Cola mit Orange drin. Wir probieren. Ja, Prost. Das stinkt schon. Prost, genau. Ich riech nix. Doch, ich riech schon das Spülmittel durch. Boah, Alter. Boah, das riecht nicht aus. Also ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Aber ich bin ja auch ein bisschen betäubt deswegen. Ich habe schon wirklich beim ersten Schluck diesmal gemerkt, boah. Hier, wenn du betäubt bist, hier kannst du. Nee, ich will dir nichts wegnehmen, das ist kein Problem, ja. Oh Mann. Immer die Nebeleffekte hier, Mann, Mann, Mann. Ja, aber ihr sagt hier, das kannst du gar nicht trinken, aber wir haben doch damals auch die IPA-Biere getestet. Ich nicht. Vom entweder NetGhost oder iScorpions, ich kann es mir nicht merken, ich weiß es nicht. Aber die haben das waren die ganzen Dosen mit den Totenköpfen drauf, alles davon war schon IPA. Ja, aber die haben nicht da so hat doch, jeder Einzelne hat genauso geschmeckt, ich sag's dir. So eklig wie das hier bestimmt nicht.
Ja, dann sagt ihr nochmal eure Meinung, weil die habe ich noch nicht oft genug gehört gerade und dann bereite ich mich aufs nächste vor. Das ist absolut eklig, das Zeug. Oh, das ist widerlich. Oh. Das ist echt absolut nur noch. Boah. Na. Guckst du doch mal, ob dort steht, bitte nicht verzehren. Ja. Nur für die Spülmaschine geeignet. Ich brauche mal mein Feuerzeug wieder hier, Monsieur. Nicht, dass das Spülmittel steckt er das auch ist, noch rein. Von Bier. Nein, Hannes, nein. Also, okay. Du kannst nicht das sabotieren. Wir haben hier einen eine Regel oder so. Okay. Das ist das Hannes-Bier. Hier seht ihr nämlich einen alten Ritter. Ja. Habt ihr schon mal alte Ritter gegessen, so mit Ei oder Zeug? Habe ich auch noch nie gemacht selber. Arme Ritter. Arme Ritter sind das. Ja, die sind alt, weil sie arm sind. Ja. Weiß es doch auch nicht. Hier ist das Gütesiegel. Gütesiegel drauf. Hier ist der Hannes Ritter und eigentlich ist das ein mit 5,6. Da hinten sieht es halt einfach nur aus wie, keine Ahnung, vorne so, hinten so. Und dann heißt es einfach Kniewoscht, Pivo, Quarzhenne. Also. Ja, Gott, oh Gott, Silber. Das sagt alles aus. Jena, du wolltest zuerst diesmal hier. Du hast den Mund zu voll genommen beim letzten Mal, deswegen kriegst du jetzt hier die ganze. Hätte ich doch nichts gesagt! Die ganze Blöre. Im Endeffekt hast du trotzdem dann wieder das Wenigste, weil die Gläser halt so unterschiedlich sind. Dankeschön! Die ganze Blöre. Was ist mit dir hier, hä? Schnecke, geh mal her, du. Du hast am wenigsten. Du hast am wenigsten hier. Ja, dann kann ich doch jetzt noch nachfragen. Ja. Hier, Hannes schon wieder. Die Plöre. Ja, komm du, weil du hast die letzten Male so wenig, deswegen musst du jetzt mal hier richtig. Wobei, das beschwert sich wieder. Das IPA kannst du nicht noch werden, glaube ich. Was habe ich jetzt gerade davon gelesen? Nichts. Ah, 23, okay. Man kann es ja auch. Ach, das ist egal, was man kann. Hier, nimm doch mal dein komisches. Cool. Das hat die Farbe vom ersten, glaube ich, wieder. Das ist wieder mega dunkel. Ja. Aber hat 10-mal so viel P und deswegen würde ich sagen, Prost. Probier doch mal und sag doch mal, was es ist. Die Blöcke. Zumindest besser wie das IPA. Hey, aber war das nicht das, was nach Lebkuchen gerochen hat? Nein. Was nach Lebkuchen gerochen hat, war. Was? Stimmt. Welches war denn das? Das hat aber wirklich nicht nach. Aber ich. War das nicht? Jetzt nicht mehr. Es war nur letztens. Jetzt ist die Lebkuchensaison um. Da riecht es wieder anders. Deswegen. Aber es schmeckt leicht so ein bisschen nach. Ja, dann war es das doch. Aber es riecht aber irgendwie anders. Cool. Ja, das irgendwie honigmäßig. Während die Jungs weiter rätseln, hole ich mal die polnische Variante vom Rossmann. Die polnische Variante vom Rossmann ist nämlich einfach Bosmann. Bosmann. Das finde ich eigentlich vom Design her richtig cool. Das ist so rot, weiß, fertig. Etikett mit dem Schiff, da steht auch einfach Bosmann. Chicke, 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 full. Und das war's dann. Hier noch so ein roter Kreis drum. Bosmann mit einem roten Deckel. Das Design gefällt mir. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Lieblingsetikett von allen, die hier stehen. Das muss ich euch nochmal zeigen. Von allen, die hier stehen, guckt es an im Schnelldurchlauf. Das ist mein Lieblingsetikett bisher. Das fällt direkt auf, das geht direkt ins Auge rein. Ja, irgendwie sieht das noch am hübschesten aus. Bislang. Der tut sich an den letzten. Stummelklemmen, damit er da noch was zum. Jetzt muss es halt mal schmecken. Es hat nämlich insgesamt 5,7. Ich dachte, wir steigern uns. Oh, die Plöre, die wird schon. So, die Jena hat sich ja beschwert, deswegen. Jetzt habe ich jetzt mich nicht beschwert, ne? Ich habe nichts mehr gesagt. Hä, am Schluss müssen wir uns heimtrauen. Bosmann. Boi. Bosmann. Boi. Es ist ja. Heller. Aber auch ein bisschen. Eine Chance hast du noch, dein Glas rüberzubringen. Also, sonst wird es halt nichts mehr. Das macht er immer mit Absicht. Guck, wie das gemacht ist. Jetzt beschweren sich wieder. Ja, dann tun wir halt hier noch was rein und hier noch was rein. Obwohl, eigentlich, das ist unten viel breiter als eure. Ja. Selbst wenn eure höher sind, habt ihr eigentlich weniger als wir. Richtig. Deswegen kriegt jetzt Hannes wieder. Hannes ist gut, warte hier. Weil der Hannes, der möchte auch was. Eben! Ja.
Hannes darf nicht auf dem Trockenen landen hier. Hier dein Glas. Ich möchte auch was für eine Blöre. Bosmann Full, jetzt neu. Sehr goldig, kannst du durchgucken. Richtig toll, kannst du probieren. Ein bisschen. Boomer, du bist mein Vorbild. Danach kommt mein Lieblingsbier. Riecht schon mal gut. Definitiv besser als die anderen alle. Ja, ich schmecke nämlich wieder gar nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Da ist auf jeden Fall kein Spülmittel drin. Nee, das ist gut. Und wenn ich, das schmeckt mir so wie das erste. Ja. Richtig. Nur, ja. Dass es viel mehr Prozent hat und ein tolles Etikett. Das ist bisher also mein Lieblingsbier. Und mehr Geschmack und nicht so wässrig wie die anderen. Stimmt, stimmt. Das ist süffig. Aber ja, Geschmack könnte ich jetzt nicht sagen. Kannst du auch betiteln, wenn du willst. Ja. Also bei ich mir muss hat sagen, der Geschmack abgenommen. Es schmeckt jetzt nicht bitter oder sonstiges. Das kannst du gut trinken. Bitter. Das würde ich definitiv nochmal trinken wollen. Ja. Da musst du wohl nach Polen fahren. Es riecht auch nicht schlecht. So. Das nächste, was wir haben, ist ein Receptura Provaro Lomza. Wobei, ich war mal in Polen, das Pilz da war ganz lecker. Mio Dove Lomza. Honigbier ist es. Und nochmal Lomza Premium Qualität. Die müssen hier halt auf jeden Fall dreimal Lomza draufschreiben, damit ihr es endlich begreift. Hier ist so ein Honigbops, ne? Sieht man den? Das ist der Honigbops. Hier oben ist der Honighirsch. Und da steht Lomza, klingt wie eine polnische Automarke, ne? Mal gucken. Wir wissen ja eigentlich schon, was das ist, denn mir hat schon mal jemand zwei Flaschen geschickt. Der Fritz. Ich glaube, er hat mir auch mal was geschickt. Und der Bianca. Das hat 5,7. Ja, Honigbier. Hey, der Deckel ist genial. Der Deckel muss auf den Bosmann, weil der ist einfach nur weiß mit Schrift von Lomza drauf. Ich habe schon mal Honigmet mal probiert, aber das ist wirklich vom Geschmack her nicht so gut. Einen richtigen Met bringe ich mal mit, das ist richtig. Sag ja damit jetzt. Ich muss sagen, das ist lecker. Ich habe schon mal probiert. Schenk mir lieber schnell ein, bevor ihr noch was abkriegt. Ja. Damit? Ja, bitte. Kommt ja, guck, der Jena, jetzt auch. Bist du auch wieder die Letzte. Da hat er noch die App von dem anderen drin und dann beschwert er sich wieder. Obwohl, warte, wir müssen erst mal gucken, stimmt, was bei rauskommt. Auch also. Auch dann nimmt sie gleich wieder weg. Jetzt komme ich ran. Oh, ich habe eine Menge Schaum. Genau, also das heißt, da muss noch was rein. Da habt ihr schon recht, das ist genauso, wie es sein muss. Achso, du willst auch noch einen Schaumbumble haben. Ja, ich will auch noch ein Bumble-Schaum noch ein bisschen da. Ja, jetzt sind wir gleich. Ja, aber deins ist halt ich schon sagen, dünner, ich glaub, deswegen hast du weniger. Ich wollte schon gerade sagen, Hannes hat weniger. Ja, der Hannes, der verträgt halt nicht mehr so viel in seinem Alter und deswegen müssen wir uns davor schützen, dass der Hannes zu viel trinkt. Eben, schützen wir den Hannes. Prost. Also es ist, eigentlich ist es ja klar, aber gleichzeitig ist es auch trüb. Weil da ist angeblich mit Honig drin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Met trinkst du doch auch, oder? Ja, Met. Aber das ist, ja, mal schauen, wie schmeckt. Keine Ahnung, vielleicht schmeckt sie genau wie Met. Ich hab schon mal probiert. Das ist so süß, aber jetzt nicht zu süß. Met ist jetzt zu spät. Genau. Ja. Ich hab schon mal Met probiert. Der Kameramann Stab hat schon den Beauftragten gebongolt. Ich muss sagen, schmeckt fast wie Met. Nur Met ist etwas süßer, aber das ist gut. Aufstehen. Ich glaube, das sagt, die Hälfte ist um. Akkuwechsel und dann geht's weiter, oder? Ach, da sind ja noch zwei. Na, wir haben ja noch zwei. Verdammt nochmal. Oh, der Akku ist ja schon auf hoch. Dann müssen wir den Kamerawechsel-Akku ignorieren. Sagen wir es mal so, es war lecker. Also nicht zu süß, muss ich sagen. Also für meinen Geschmack jetzt. Ja, mir fällt auf, ich habe gar nichts dazu gesagt. Ja, also. Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Irgendwas habe ich mit süß gehört, das ist schon so. Ja. Aber sagen wir mal so, ich habe es schon mal probiert, deswegen. Mal gut. Gut, süß und gut. Ich dachte, es ist deine Meinung. Ach, guter Mädchen, das ist ein guter Mädchen. So. Ja, was absolut. Ist denn deine Meinung dazu? Ja, ist gut. Gut. Ich finde den sogar teilweise besser. Als Met.
Der ist jetzt nicht hier. Zu penetrant. Jetzt diss mal nicht den Rossmann. Hey, der hat wenigstens eine richtige Flaschenform. Das sieht aus wie so eine... Bis jetzt steht das hier... Penetrant. Das sieht aus wie eine Gurke, ja. Bis jetzt steht das hier bei mir an erster Stelle und das an zweiter Stelle. Das kriegen wir noch hier. Das krieg ich mal nicht. Jetzt kommt das Bisonfangbier. Ja. Fertig. Bisonfang oder... Das ist das Zubr. Das habe ich euch schon mal im Stream gezeigt. Das fand ich auch toll, weil das hat hier einen goldenen Oberdings. Das hat da auf dem goldenen Oberdings noch einen roten Nippel. Das hat hier eine grüne landschaftliche Oase mit einem Büffel drin und einer total glänzenden Schrift überall. Und das hier einmal auch das runtergemacht in Rot nochmal, aber hier nochmal präsent, ganz groß, Zubr Name. Also das muss Büffelpieße sein. Das fand ich vom die jetzt so ein Energy-Drink raushauen können. So. Hat dir ja mal Bowlingball mal geschickt. Was? Pisse? Taurus-Pisse. Super. Ja, ich kann Taurus. Bisofunk. Nein, weil Bisofunk hat viel größere Hörner. Das ist ein Bisofunk für mich. Nein, das ist ein Taurus, Bisofunk. Weil das hat die kleinen Hörner. Für mich ist das ein Zubr. So. Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt mal hier aber und da. Aber Bisofunk hat viel größere Hörner. Das sieht für mich aus wie ein Bisofunk. Schau dir mal die Hörner an. Das sieht aus wie ein Bisofunk, einfach nur von der Bulligkeit. Ja, Taurus. Von der Farbe einfach. Bulle, was ist mit deiner Bulligkeit? Hä? Genau. Was ist los mit dir? Wir reiten ihn. Wir trinken. Wir reiten. Hannes, was ist los mit dir? Du kannst doch nicht die Bulligkeit von Bullen reiten. Irgendwie gefällt mir Bisofunk mehr wie Taurus. So. So, ihr habt weniger, deswegen kriegt ihr hier noch. Oh. Du kriegst den Schaum. Ja, genau. Ja, danke. Ja, Schaum her, Schaum her. Ich will mehr Schaum. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe schon eine leere Flasche von Dose von hier bekommen. Wir präsentieren die Tauruspisse. Nein, Bisofunk. Die Tauruspisse und die Bisofunk-Scheiße, alles rein. In einem Bier, ja. Super. Ja, super. Prost. Das ist aber jetzt wieder klarer als das andere, wo jetzt auch ein bisschen verspült ist. Aber ich glaube, das kommt durch die 100 Biere, die davor drin waren. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Ich fand das gut damals. Jetzt kann ich es nicht beurteilen. Und was spricht's? Ja, es ist nicht zu bitter, es ist aber auch nicht zu wässrig, aber es ist genau in irgendeinem so Mittelmaß ist es. Ja, kann man trinken. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Da habe ich ja schon meine Favoriten jetzt. Absolut, aber das schmeckt. Ich habe nur gerade mal gezählt hier, wir haben jetzt 9 auf der Seite und 10 auf der Seite, obwohl hier noch die richtig großen Klopper stehen. Gott, dann machen wir halt da einen halben und dann machen wir einen Cut und dann haben wir nochmal einen halben rein. Und ich muss sagen, das kannst du wirklich gut trinken, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ja, also, ich habe jetzt leider nicht so viel geschmeckt. Für mich hat es jetzt geschmeckt wie das Bosmann und wie das erste Kurzel. Ja. Wenig Schmock. Aber dafür haben wir aber ja... Aber ist nicht so penetrant, aber es kann man gut trinken, muss ich sagen. Oh, da bin ich gespannt drauf auf Captain Jack. Ach du Scheiße. Ich mag das Logo irgendwie mit dem ich nicht. Wenn das Papagei. Einfach nur ein Papagei wäre, wäre es cool. Aber der Papagei hat einen Piratenhut auf, da wollten sie wieder cool sein. Das schreckt mich schon wieder ab. Aber das ist die Orangenvariante. Nee, es gibt nur Blackbeard. Das ist also jetzt Captain Jack. Captain Jack Sparrow. Captain Morgan. Captain Jack. Captain Jack Pirate Orange mit 6% Obi. Wow. Flavored Bier. Wie kann das Bier sein? Ich dachte, das ist ein weinhaltiger Cocktail. Das ist komplett sieht das orange. Aus. Die ganze Flasche ist komplett orange. Guckt euch das an, Captain Jack. Ich dachte auch erstmal, es wäre Cider oder so. Pirate Orange, ne? Das sieht echt nicht nach Bier aus. Bin ich gespannt. Cider! Oh. Ja, Cider! Rauchen tut's wie Bier. Was hast du da gemacht? Das habe ich gesehen. Schaum weggehauen. Im Augenwinkel habe ich gesehen, wieder der. Ich habe den Rest IPA auch weggeschüttet. Das hat irgendwie so einen kleinen Rosé. Das ist ein professionelles Biertasting, da könnt ihr nicht einfach... Nee, das ist weniger, da wow, wie viel Schaum, danke. Nein, aber das hat was ist weniger?
Das hat Nachschuss über 400. Ach so, ja, ich habe mich gar nicht drauf geachtet. Aber das hat so einen leichten Rosé-Touch, finde ich. 400 was, da fehlt die Einheit. Ich mag die Farbe irgendwie. Wir haben die wieder in Müll hinterlassen. Eine schöne Farbe hat es auf jeden Fall. Das sieht nicht wie Bier aus. Ja, riechen tut schon nach Orange, aber... Sieht aus wie Sirup, ja. Boah, Sirup. Das riecht echt nach Orange. Das hat also eine richtig tolle Teefarbe. Ja. Guckt ihr das an, wie ihr euch schön Tee mit Sirup aufgewärmt habt. Das ist Bier. Das ist echt Bier? Das ist Flavored Bier. Prost. Auch Ritschen. Ja, Prost. Dann wechseln wir aber den Akku und dann gehen wir auch mal aufs Klo. Dann machen wir auch mal weiter, ne? Wie, du musst schon pullern? André hat jetzt das Video gekannt in zwei Teile, bei uns geht es aber gleich direkt weiter. Alter, wir hatten Sicherheit erfunden, ne? Ja. Du hast den richtigen... Was? Das ist so Bier, da haben sie so einen Klostein, Orange, haben sie reingehauen. Boah, Alter. Sehr eklig, Alter. Aber so schlimm fand ich es nicht, wenn ich es mit einem Zug trinke. Hä, hey, es war gut, doch sehr fruchtig. Naja, ich mag das nicht. War doch fruchtig. Trotzdem, in meinem Bier soll keine Orange aber rein. Aber das hat nichts mit Bier zu tun, das ist eher Cider für mich. Ja. Für mich war das Wasser mit Frucht, also. Okay. Ich fand's sehr angenehm, muss ich schon sagen. Und das mit 6%, da gönne ich mir doch noch echt. Das schmeckt sehr zitrushaltig, aber ich würde es eher als Cider benennen als Bier. Ja. Da gönne ich mir wirklich noch echt, weil wir haben nochmal einen Captain Jack. Auch wieder mit 6%. Wie heißt das? Und der ist gelb. Aber das nach der Werbung. Jetzt machen wir erstmal kurz Werbung und dann melden wir uns gleich zurück mit dem Rest. Ja, genau. Ich bin ein falscher Doktor in einem Kittel. Ich zerquetsche jetzt die Tomate, damit sie mir vertrauen. Sehen Sie? Ich habe eine Zahnbürste, die sich biegt. Wie ein iPhone. Ich habe einen Bart. Vertrau mir. Wladimir Putin. Vertrau mir. Denn ich habe eine Tomate. Da muss ich seine Anzeige machen. Die Jungs waren jetzt austreten. Die Mädels sind sitzen geblieben. Die rätseln immer noch, ob Jack Cider ist oder... Das ist ein Wrestlername. Jack Cider. Ja. Yeah. Mit dem Cider Drop, fertig. Ja, das ist John Cena hinter der Kamera, ich sag's euch. Wir haben also vorhin das Captain Jack gehabt mit Orange. Das ist die eine Seite, die ist jetzt theoretisch wack. Und jetzt haben wir nochmal 10 auf der anderen Seite und wir starten noch mit der Captain Jack. Aber diesmal Captain Jack Original, auch mit 6%. Ja, das geht sich gut. Der Hannes boxt die Biene. Die hat mich gestochen gerade. Sticht die Biene den Hannes, also da könnte ich schon wieder egal, mach weiter. Die Biene befördern zum Hannes Schreck, also das ist doch vorprogrammiert. Das ist wie wenn ich mit meiner Hand in eine Fensterscheibe haue und sage, aua, ich blute jetzt, was ist denn da los? Das hätte ich nicht gedacht. Das hat gleich so eine dicke Hand, dann schaue ich hier wie Hellboy. Hellboy, genau. Genau, richtig, ja. Aber statt Hellboy haben wir jetzt 6%ig Captain Jack Original Flavored Beer und das ist nicht orange, das ist aber, das sieht sehr zitronengelb aus irgendwie. Das machen wir jetzt auch mal auf. Ah, ja, sonst wird es schwer mit dem Trinken, ne? Mein Kopf brennt hier, diese komische Sonne da. Das ist voll warm. Hätten wir das nicht nachts machen können? Ja, irgendwann? Ja, wenn man nachts, dann will man... Ach so, das ist ja wieder weniger in der Flasche, da muss man auch weniger einschenken, deswegen... Hallo! Humor! Ich hab hier einen Hobby. Du kannst ja auch einfach einschenken, während ich halte. Wer macht da wieder ab? So, du hast jetzt hier den. Guck, er hat dasselbe bloß ohne Schaum, wenn der Schaum weg ist. Bei mir ist es einfach hier. Magst du dir noch ein bisschen was bei mir reinkippen? Du hast keinen Schaum. Das gehört, umso mehr Prozent werden, umso mehr macht er. Nö, ich hab vorher aufgeräumt. Da ist kein Schaum mehr da. So. Prost! Riecht das süß? Nö, gell? Cool. Nee. Hat immer noch die gelbe Farb. Wir probieren mal und sagen euch gleich, wie es schmeckt. Warm. Mehr warm. Also das Orangige war irgendwie besser? Nee. Fand ich jetzt absolut nicht. Ich fand das jetzt wesentlich das angenehmer. Kann, ja, absolut. Angenehmer zum Trinken als das Orange. Ja, aber die Orange war auch nicht so verkehrt. Naja, aber es hat halt bitter geschmeckt. Einen speziellen Geschmack. Ja, aber es hat etwas bitter geschmeckt, das Orange. Ja, gut, klar, durch die Orange. Vielleicht ist es ja Blutorange. Ja, nee, das ist ja egal, aber es ist halt, da haben sie wahrscheinlich dann wahrscheinlich die
die weiße Haut innen auch noch mit rein produziert und dann ist es halt bitter geworden. Aber sagen wir es so, und den Eichelkäse haben sie auch noch mit rein, ja, nach der Vorhaut. Füße reingerieben. Ja, aber das war doch jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen süß und fruchtig, oder ja, nicht? Doch, ja, da gebe ich dir recht. Ja, sagen aber wenn da steht so, Captain... Da gebe ich dir recht, ja. Wenn da steht Captain Jack Original, denke ich, das ist ein ganz normales Bier, aber das war das eigentlich auch, als wäre es ja, ein Fruchtcocktail das gewesen. Mit, das ja, ist mit Karibik drin, ja, hier. Karaibski. Ah, okay. Karaibski. Als ob du jetzt hier Polnisch kannst oder was? Hast du überhaupt vorgelesen? Er Polnisch, das reicht. Ja, Captain Jack Original. Ja. Oh mein Gott, ihr kennt doch alle das Bossmann Bier mit dem besten Etikett und dem besten Geschmack. Und das ist die Werbung, die dazwischen geschaltet werden musste. Ja. Und jetzt sehe ich jetzt plötzlich nochmal eine Flasche Bossmann, aber diesmal Bossmann Special. Ach so, ja, gut. Das war Full. Vollbier. Rot. Und das ist Special. Und das ist Special. Mit Spätzle drin. Yeah. Genau. Die Spätzle. Oh. 1848 Bossmann. Hoffentlich ist es Käsespätzle. Dingsbums Special. Und das hat nämlich 6,2, während der Kollege hier nur 5,7 hatte. Ist kaum Unterschied. Ach so, warte, muss man nochmal zeigen. Grün, Schiff, Mitte, Etikett gefällt mir. Auf dieser Seite beste Etikett Bossmann. Auf dieser Seite beste Etikett Bossmann bis jetzt, weil Captain Jack hat einen Hut auf. So Kostüm, Shinies, mag ich nicht. Ich habe auch einen Hut auf. Aber ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ja. Weil wenn das genauso schmeckt ja, wie das da. Der Hannes hat eine Hose an. Ja, genau. Ich laufe ohne Hose rum. Ja, aber Hannes hat eine Hose an, wie alle anderen nicht. Genau, ihr habt gar nichts an. Oh! Weißt du, die Hosen sieht man ja nicht, genau. Ne? Ja. Ich glaube, der Imbiss Prongo ist gleich raus. Das ist ja. Der kennt hier alles und jeden, ne? Hast du Leonie heute schon gegrüßt? Ne. Hab's letztens gesehen, hab's gegrüßt, hat die geantwortet. Hab ich mich total gefreut. Hab ich gleich wieder ein X in den Kalender reingemacht. Ne? Dann hab ich den Kalender verbrannt. Boah. Dann hab ich noch ein X an die Brandstelle gemacht. Was ist denn, Han? Hier, komm. Hannes, du weißt. Hannes, jetzt kriegt Hannes den Schaum. Du hast den Bossmann kritisiert und jetzt willst du den Bossmann Spezialschaum. Nein, er hat ihn nicht kritisiert. Er denkt nur geil, der hat geschmeckt. Nein. Ach hier, ich der Typ mit der Hand. Eben, er hat ihn nicht. Ich setze ihn an zweiter Stelle hin. Ich setze ihn an zweiter Stelle, Bossmann. Deswegen ist er ja auch so gespannt, auf wie Bossmann. Der jetzt schmeckt. So. Vielleicht solltet ihr wenigstens mal ein Bier trinken, anstatt. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Hast du jetzt geschissen oder was? Ja. Was? Das riecht nach Essen. Nach was für Essen? Oh Gott, ich bin geil. Hast du doch geschissen? Du machst doch so jetzt hier. Ich bin der Bossmann. Was hast du dich jetzt zu sagen? Ja, ja. Es riecht nach verdauten Essen. Da kommt das ganze China-Restaurant aus deinem Arsch. Ja. Guck mal hier. Frühlingsrolle. Willst du noch mehr? Hier kommt noch eine gebratene Ente. Prost. 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 Ja, seit wann stoßen wir denn an? Wir haben uns ja noch nie angestoßen. Wir sind über Halbzeit. Jetzt geht's los. Ja, jetzt muss man genau, richtig. Das war süß. So, jetzt seid ihr dran. Ah. War gut. Warum? Ja, ich mag das ist genauso wie das irgendwie nicht so her, aber süffig einfach. Es ist komplett anders. Es ist wie ein helles für mich. Es ist wie ein helles für mich. Das andere Bossmann war nicht so herb. Na, das sag ich ja, aber das war aber auch nicht so herb. Herber. Das war ein bisschen herber wie die Full Edition. Fand ich jetzt aber nicht. Meiner Meinung nach. Ich denke, das ist süß, das ist wie das Captain Jack. Er sagt, ja, das ist wie das alte Bossmann. Ja, ja. Und sie sagt, das ist voll herb. Also, ja. Was sagt nicht der? Voll, aber du bist der Schiedsrichter. Wo sagst du? Das ist einfach ein gutes Spezialbier, bloß ein bisschen leichter. Richtig! Ich also herb, genau, da haben wir es schon wieder. Damit es keinen Streit gibt, ist es jetzt ein herbes Special. Genau. Da Mokne. Da Pivo. Da und Z. Da Charakterem. Das Etikett fand ich auch gut. Das könnte Konkurrenz für Bossmann sein, weil.
Schwarzer, was ist denn? Das ist das. Guckt euch doch mal, das ist ein schwarzer Stöpfel. Dann habt ihr hier ein Etikett, ne? Hier habt ihr Berglandschaft. Da fliegt ein Steinadler. Das sind Bäume. Da liegt der Imbissbrunnen hier hinten, ne? Und da steht einfach Tatra Mokne. Das hat Style, würde ich sagen. Also wenn ich das im Regal sehe, würde mich das ansprechen. Bursmann, geh nach Hause, Mann. Du hast vielleicht letzte Runde gewonnen, aber jetzt ist Tatra am Start. Das, ach so, wie viel hat das? 7. Dann will ich das Etikett nochmal sehen. Jetzt werden wir immer höher. E.T. Das Eddie. Oh, hier, Shania hat das Bier aufgemacht. Ja. Deswegen. Shania-Bier, erst auf Shania. Schäumt schon wieder. Bei Shania als erstes? Okay, bei mir als erstes. Nee, versuche euch zu sabotieren. Okay. Warte auf das Bierbeauftragte Bier. Macht nix. Vom Bierbeauftrager. Was ist denn mit dir? Ich mach das jetzt so, da kannst du einfach reinschenken, während ich heul. Genau. Heul. Oder so. Wie heul. Du heulst. Warum? Ja, wie du heulst. Genau, bitteschön. Reicht. Ach so. Ich hab das Doppelte von dir einfach. Ich dachte, du trinkst gerne Bier. Nee, jetzt wollte ich vor allem. Nicht mehr. Ach, diesmal nicht? Dabei kriegt man doch gar nicht durch. Jede Runde wird hier neu gewürfelt oder so. Genau. Kein roter Faden, der sich durchzieht. Das ist klar. Ja. Klar wie Kloßlein. Ja. Deswegen probiert erstmal den Tatra. Ist überhaupt so? Ach ja, ja. Tatra. Bitteschön. Das ist Kopfschmerzen. Das ist Kokschmerzen. Was ist los? Nikotin jetzt Alkohol. Okay, alles klar. Du möchtest jetzt noch mehr Alkohol? Dann musst du austrinken, dann können wir dir noch das Depot aufmachen. Nein, du musst dir das Bild angucken dazu. Du darfst keine zwei Autoschlüssel haben dabei, wenn du Bier trinkst. Immer nur ein. Oh, Scheiße. Boah. Könnte Roman Reigns sagen, jetzt ne? In Richtung Bock. Ja, ja. Ich merke nichts. Der Bock war doch hier drüben, das Bisofang, oder? Es ist schon stärker vom Geschmack her, aber man kann es trinken. Grad, aber noch so an der Grenzwertigkeit. Die Grenzwertigkeit? Also sagen wir mal so, das IPA war schlimmer, aber... Na. Ja, schlimmer geht immer. Ja, und IPA geht nimmer. Ich habe definitiv meine Favoriten, also... Da geht nichts runter. Ja, schmeckt. Also mir schmeckt es relativ gut, weil es. Das ist sehr stark vom Geschmack her. Aber stark. Man kann es auch trinken. Man kann es auch trinken. Nee, ich gibt's eins, was man nicht mehr trinken kann, oder was? Ja. Das IPA. Ja, das definitiv. Und das hier. Hey, das war doch deins. Ja, eben deswegen ja. Was nach Lebkuchen geschmeckt hat. Ich habe jetzt den Geschmack. Das an der Grenze, aber man kann. Das habe ich anscheinend weitergegeben, der hat es weitergetrunken. Ich habe den Geschmack jetzt nicht so stark wahrgenommen, aber ich habe schon gemerkt, dass das hier, das Bursmann, war auf jeden Fall leichter im Geschmack, während das hier nochmal mehr aufgetrumpft hat. Ne? Richtig. Ist schon vollmundiger. Yes. Müssen wir hier mit den Profi-Begriffen arbeiten. Das ist einfach jetzt ein Bockbier. Man schmeckt einfach, dass es Richtung Starkbier geht. Ja. Deswegen kommen wir jetzt auch von 7% zu 7%. Denn hier ist der Lemon Tree. Guckt euch den an. Das ist der Lemon Tree. Das ist eine Flasche Dulies. Ach nee, warte mal. Baileys. Weil Baileys hat das schwarze Etikett mit Zeug drauf. Und hier muss es sagen, Bailey hat doch verloren. Das hat richtig viel Prozent, weil. Ja, 14,2. 14,2 Stammwürze wahrscheinlich. Und deswegen hat es nur 7%. Und das ist der Debow. Hä? Debow! Teure Zahle Mokne. Also das Mokne und hier steht Warzone. WWF Warzone. Ja, genau. Ich dachte Belly hat verloren am Wochenende. Deswegen ist sie jetzt hier. Ja. Ein Bier. So. Das ist also Debow. Debow. Das ist auch alles dunkler Deckel. Dunkles Etikett, wahrscheinlich auch dunkles Bier. Eben, das war kein dunkles Bier, das wird wahrscheinlich dunkler sein. Das ist auch das erste ab 18 Bier. Auch mit 7%. Mit den ganzen Kronverschlüssen kannst du eine ordentliche Kette machen. Jetzt. Eine Analkette oder was? Was mache ich mit einer Kette hier? Warum war das soll ich jetzt? Mehr eine. Was soll ich denn hier mit einer Kette? Es gab doch früher mal das halbe Bier krieg ich wieder ein. Das halbe, das ist ein Viertel unten drin. Warum hältst du dein Glas jetzt so hoch? Ich will schauen, dass du nicht so viel einschenken kannst. So, genau. Ja, Schaum, ja! Oh. Oh,
Wahnsinn, Hannes kriegt natürlich das meiste. Jawohl. Guck, das ist das erste 18 plus Bier. Prost, Leute. Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Steht der stand drauf, bei ab 18? Keine Autos, keine Frauen. Aber die an. Das gibt's nicht. Tatsächlich, ja. Die anderen kannst du. Das müsste doch auf jedem stehen, als Teenie, ne? Aber das kannst du sogar als Kind trinken, ne? Ja, normalerweise ist doch Bier uns 18. Prost. Und in Polen oder also was weiß ich, ab 21. Ja, gut, ja, genau. Das ist mit der Muttermilch. Aber deswegen steht das bei den meisten. Ja, ja. Die kriegen das mit der Muttermilch mit. Ich wollte schon gerade sagen. Bei dem ersten habt ihr angestoßen, beim zweiten, dritten nicht, beim vierten aus der zweiten Reihe stoßt ihr wieder an. Gibt's da eine klare Linie, die ihr verfolgt, oder was? Wir machen das mit Lust und Laune. Junge. Genau. Du musst auch mal trinken, sonst merkst du doch gar nichts vom Geschmack. Ich sehe auf jeden Fall, das hat wieder eine sehr präsente Farbe. Es ist mild und es ist weich im Geschmack. Okay, das genieße ich jetzt. Und zu viel Schaum. Naja. Also mild und präsent. Mild ist es für mich jetzt vom Geschmack her nicht. Vor allem ist es auch das erste Bier, wo keine fetten Frauen trinken dürfen. Und man darf es auch nicht ins Auto reintanken, jetzt wo die Spritpreise so teuer geworden sind. Richtig. Die anderen kann man alle ins Auto reinkippen. Ja. Stimmt. Ja. Also mild. Das ist bei den anderen wahrscheinlich auch so, aber die haben. Da steht es doch aber nicht drauf, weil sie machen. Ja, die haben wieder gespart am Photoshop und deswegen. Und die haben sich richtig Mühe gegeben. Dafür haben sie nur einen schwarzen Baum in der Wiese stehen. Also der Nachgeschmack ist leicht bitter. Wow, tatra. Juhu. So, jetzt kommen wir weiter. Weil ihr sagt, die Dose ist. Ach, da doch. Wie haben wir. Ach so, das hat jetzt schon gereicht von dem. Von der Geschmacksprobe her, von der Meinung. Schmeckt nach Baum. Weil Baum. 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 Sei mal so, ich fand's gut. Es, da muss ich aber. Ja, es war leicht bitter, gut, aber jetzt nicht zu bitter. Bitter. Man kann's trinken. Hey. Deswegen haben wir jetzt das. Bitter habe ich beim Griechen, aber. Peter. Peter Griffin hat er beim Griechen. Richtig. Ja. Wir kommen jetzt mal wieder zu einer Dose, weil das ist ja wichtig. Ihr dürft die Dosen nicht vergessen. Wir haben 3 Dosen in der ersten Hälfte gehabt. Ja. Stimmt. Wir haben 4 Dosen. 4 Dosen in der zweiten jetzt kommen Hälfte. Die Dosen dran, endlich. Fahrdienstrot. Thomas, Grüße gehen raus. Grüße an Thomas. Yay! Wir haben jetzt eine Dose mit einem Grizzlybär drauf. Da ist Blue Grizzly in der Gold Edition. In der Black Edition von der Dose her. Das hat jetzt. Was hat das? Das alles war 7, das hat auch 7. Das ist also keine Steigerung. Hier ist auch eine Frau drauf. David? Da ist eine Frau drauf. Auf jeden Fall ist hier ein goldener Grizzly drauf. Da steht Hallende Mockne. Verstehst du? Steht da drauf. Das ist das, was wir jetzt hier einfach mal aufpassen. Wie verstehst du? Steht da drauf? Ich wusste gar nicht, dass die Polen Deutsch können. Jena, du provozierst mich, dann schenke ich dir zuerst genau, ein. Genau, richtig. Yay! Mehr, ich bin mehr, als mehr, Erste. Mehr. Du bist dran, du Yay! Bist dran. Hannes, wir sind ja nicht im Kindergarten, ja? Die wären schon längst durch mit dem Tasting da. Jawohl. Willst du mich King schlagen? Five. Na warte. Ich muss hier arbeiten, ich kann keine Fünfer doch, geben. Doch, King Five. Alles gut. Alles gut. Was ist mit dir los? Wo hast du dein da. Bier? Ja, da. Ah, schön. Genau, die ersten werden die letzten sein, deswegen. Ja, noch mehr Schaum. Ja, genau. Ja. Schaum aus dem Meer, jetzt neu bei Ramses Kitchen. Oh, mehr Schaum. So, es ist auf jeden Fall, es ist klar und trüb zugleich. Es hat Schaum. Es ist mehr. Ist auf jeden Fall es hell. Ist ein Hallne mit nee. 7% mit Gold Grizzly. Es ist kein Meer, es ist Bier. Bärenpiese. Mehr Bier. Mehr ich Bier. Probier einfach mal, wie es schmeckt. Ja. Warm. Das kann man trinken? Warm. Ich glaube, trinken kann man alles. Selbst das IPA. Nee, hör mir auf mit IPA. Nee, es ist warm. Aber wenn es kalt ist, ja, könnte man es essen. Ja, es schmeckt ganz gut.
Ich finde das leichter als es davor. Ich finde es davor hat mir aufgetrumpft. Die haben beide 7%. Ja. Das davor war richtig würziger. Brachial. Das ist ein bisschen unscheinbar. Mit 7% kommt es einfach so daher. Das heißt, davon würdest du einfach das komplett reinschlingen. Im Prinzip das merkst vorne, gar nicht, dass du auch 7 hast. Ja, im Prinzip das vorne war ein Segrum und das an und das jetzige ist ein Mauzi. Stimmt, absolut. Dann kommt jetzt das Raupi der Biere. Genau. Wir haben nämlich jetzt ein Raupi. OD 1846 Perla Mokna. Und das Mokna steht ja überall drauf. Sieht aus wie eine Dose Faxe, eine schwarze Mokna mit 7,6%. Perla Mokna. Will nicht mal einer, guck mal, goldener Deckel. Willst du nicht mal gucken, was Mokna heißt? Na? Nö. Gut. Nö. Das heißt, wir schenken einfach ein. Bei dir ist es? Okay. Das ist nur für die Zuschauer. Ah, okay. Wir könnten uns Zeit lassen, aber weil die Zuschauer, die haben immer keine Zeit. Stimmt, ja. Deswegen müssen wir schneller einschenken und schneller trinken. Kannst du nicht, damit die Zuschauer einfach. Man hat beim letzten Bier echt nicht gemerkt, wie viel Prozent es hat. Muss ich sagen, vom Geschmack her nicht. Ja, aber komm, jetzt hat er sein Glas nicht. Jetzt können wir es komplett voll machen hier. Du kriegst jetzt hier die ganze Kacke in die. Ja, bitteschön. Hey, Silvester. Oh mein Gott, ich glaube, dein Feuerzeug geht nicht mehr. Zum Glück habe ich so viel bekommen, dann kann die Chinaya von mir noch was aufmachen. Ja, yay! Yeah. Wollt ihr jetzt aufteilen? Warte, jeder tut bei ihr noch einen kleinen Schluck rein aus Kulanz. Du hast bei mir jetzt viel zu viel. Ja, guck, da tust du hier auch noch einen Schluck rein. Warte mal, noch was hier, da. Sonst wollen wir wieder rum, oder was? Mama, ich hab zu viel. Was ist denn? Mein Glas ist gar nicht umgefallen, ja? Was willst du denn von mir? Ich hab jetzt noch mehr als du. Warte, guck, da mach ich vom Hannes noch einen Schluck rein. Bist du jetzt zufrieden, oder was? Man merkt, ich mach bei sich so viel rein, ey. Bei mir macht er so viel rein. Gib mir noch rein. Schöner, komm her. Ich wollte dir halt was gönnen. Kriegst du auch noch was von mir? Ja. So. Ich wusste jetzt schon, das man ist das Beste heute Abend. Drin. Und deswegen wollte ich. Oh, jetzt läuft komplett die ganze Brühe aufs Bein. Aber hey, egal. Egal. Du musst das vom Tisch aufsaugen, Junge. Boah. Nicht zu mir. Hannes, du machst die Flaschen nass. Dann lieber an die Hose, die kann ich ins Gebüsch werfen und weg. Man merkt schon, ich hab zu viel. Tollpatschig kommt raus. Squatschi. So, das heißt, wir müssen natürlich jetzt weitermachen, weil wir haben noch 4 vor uns. Scheiße. Wir haben noch 4 vor uns. Wir probieren jetzt einfach mal Scheiße. Hier. Ja. Ihr stoßt ja mal an in letzter Zeit. Genau. Deswegen. Ja, schon mal an. Genau so sieht's aus. Perla Mokna, ich sag's nochmal, ihr seid so leicht vergesslich. Ja. Na, das schmeckt mir wieder zu süßlich. Ja, zu, die leichte Süße. Aber man schmeckt irgendwie, wie viel? Naja, aber da kann ich nichts anfangen. 6. Schmeckt mir eigentlich. Schmeckt ihr den Tisch? Ja. Weil das Bier ist ja komplett auf dem Tisch verteilt. Da könnte man jetzt immer so. Da schmeckt man den ganzen Jenny, Tisch. Jenny, ist dein Bier! Da ist, also viel, da ist zu viel Kreide drauf, Jenny. Das leck ich nicht ab. Jenny, das ist dein Bier. Ich glaube, Imis Brongo hat auch was zu sagen. Der sagt aber nämlich, ich bin, boah. Ich bin so oder so toll, Patschi, ja. Das kenne ich, ja, aber ich lecke es nicht auf. Art, die Richtung Bock und Schlacht, richtig, das geht ja, doch ja, ja. Richtung Stark Bock Bier. Du meinst boah, also. Da gebe ich ihm recht. Brava, weil Brava ist der nächste. Da steht hier Strongest Alk 82 Obi. Das ist hier Star Wars Obi-Wan Kenobi. Oh. Und ihr habt einmal. Dieses goldene Premium-Bier, wo da steht Brava so. Und dann haben wir auf der anderen Seite Brava so. Das finde ich cool, das Design, dass es einmal so hochkant ist und einmal so schräg. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das heißt, das ist bis jetzt das beste Bier. Grüße gehen raus an Crazy O. Yo, Obi-Wan Kenobi. Hi. Ich dachte an Brava. Ja, ist halt aber, so ein richtiger Brathering und das. Ja, aber Crazy O ist auch so ein kleiner. Du kennst einen Brava? Star Wars Fan. Um. Ja, ich kann dich schon wieder hier. Mein Bein ist jetzt schon, das löst sich gleich auf. Den Hahn ist mehr ein. Es ist wie wenn man in der Badewanne liegt 3 Stunden und dann ist vorbei. Genau. Ja, du hast so wenig, also was willst du denn? Ich hab das breite Glas immer. Hey, Alter, du hast wie mehr Schaum als ich. Da geht's.
Was ist denn los eben mit dir? Perfekto, Mund durch. Ich habe geguckt. Ja. Ich habe mein Magen ist schon voll, wir müssen mal langsamer machen. Gibst du mir Feedback, setze ich auch um. Gibst außerdem, du mir dein Feedback, nutzt nur, die erste Folge, nicht die erste Folge ging 30 Minuten, jetzt sind wir bei der zweiten Folge und es ist nur noch eins übrig. Ja, drei. Nee, drei. Die zählen nicht, das sind die Bonusspiele. Ja, aber trotzdem, die zählen auch dazu. Ja, trotzdem, die zählen auch dazu. Das wäre man doch schon näher. Wir probieren jetzt erstmal das Bier. Das aber ist Leute, das Hälfte Bier, Hälfte Schaum. David. Prost! Wir sind auf dem Oktoberfest, fertig. Ja, genau! Ozopft ist! Ozopft ist, jawohl! Ich habe auch schon Brezen gegessen. Und gestern Butterbrezen. Verstehst du? Cool. Richtig. Und die Tage Weißwurst. Ja. Das ist das Wiesenwochenende. Das ist das Nachholwiesenwochenende, ja. Ist aber die Wiesen sind ohnehin total überteuert in den letzten Zeit. Ich sag dir da ehrlich, ist jetzt nur noch Schaum drin. Ich tu das mal kurz hier entleeren mit dem Schaum, weil... Bei mir genauso? Das ist ja kein Cheaten, ja? Es war ja nur noch Schaum. Das müssen wir uns zugute halten. Oh, na bitte, na. Na, so schlimm fand ich das nicht vom Geschmack. Ach so, das hat Geschmack gehabt, Moment. Vor allem, vorhin wurde also noch mich gefragt, ja, wie hat's dir geschmeckt? Wie hat's dir geschmeckt? Mittlerweile geht's nur noch. Ja, geht's weiter. Wie hat's dir denn geschmeckt? Zu kotzen, jedes Bockbier ist einfach zum Kotzen. Das hat einfach nur so ein komisch penetrant eklig. Dann rauch doch nicht vor jedem Bier eine. Dann wäre es ja auch nicht so schlimm. Ich versuch Zeit zu schinden. Mein Magen ist Zeit zu schinden. Wir haben auch nur einen Magen, wir sind kein Füß. Ihr habt wahrscheinlich vier Mägen. So wie guck mal. Hey, ich habe überhaupt keinen Magen mehr. Mein Wettbewerb. Der ist gut. Jetzt erklär doch mal. Aber du hast doch gerade gesagt. Ja, es schmeckt nicht, aber es ist gut. Es schmeckt nicht, aber es ist gut. Ja. Das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es schmeckt nicht, aber gut. Das Bild vorne drauf finde ich gut. Das ist das Stärkste vor den normalen Bieren. Nicht in der Flasche, in der Dose. Das ist das Bier Rompa Extreme. Bibo Mokne, wieder das Mokne steht da. Das Design richtig cool. Du hast eine rote Dose. Ja. Du hast hier diesen goldenen Adler. Hier oben ist der goldene Adler. Rompa ganz groß in der Mitte geschrieben. Unten drunter kommt Extreme, darunter kommt der Sheriff-Stern. Und das ist 12% Bibo Mokne. Das ist heftig. Möchtest du das meiste haben, den? Nee. Ich habe nur einen Schluck. Dann lass mal zuerst bei dir einschenken. Das ist einfach nur heftiges Bier. Heftiges Heftbier. Ein Heftbier. Ja. I have a beer. Yay! I have a beer. I have a beer. I have a beer. I have a Jena and a beer. Ja, mit Jena Bier. Ja, bei dir ist es schon wieder, da kann man fliegen mal gar nicht. Aber da ist schon hier zu viel Schaum. Aber so langsam, ja, ich hab genug. Zwischen dir und Hannes muss man vergleichen. Das heißt, ihr seid die Leichen, da kriegt jeder auch Seichen. Ihr seid die Leichen, ich verstehe. Weil es dein Lieblingsbier ist. Entschuldige, ich bin sowieso schon eine Leiche mit dem kriegst Teil du den Rest noch da rein. Das heißt? Ich hab definitiv aber wie viel hast du mir eingeschüttet? Ich will mir jetzt die Nase voll. Warte mal, jetzt muss ich da gucken. Das ist, guck, Hannes, du, ihr seid Hannes, identisch. Hallo? Hannes ihr hat seid mehr. Identisch. Aber Hannes hat Hannes doch hat mehr. Soll Hannes, ich dir von ihm noch was bei dir reinfüllen? Beschwerst du dich jetzt, dass du zu wenig hast? Dann gib mir noch bitte mehr. Ja. Wie viel hast du mir eingeschenkt, ne? Hannes hat mehr. Prost. Das sind die Gegensätze zusammen. Schippen wir uns die Scheiße hinter den Kiemen. Eben. Und Romba Extreme 12%. Boah. Da ist nur noch Schaum drin. Boah. Darf ich jetzt wieder so machen? Boah. Das geht hier nur wieder in die IPA-Richtung oder was? Nee, das geht nicht. Boah. Also IPA war definitiv, ich muss sagen, IPA war schlimmer. Weil das sehr nach Spülmittel geschmeckt hat. Alter, das ist doch nicht das war gut. Das war gut, genau. Ja, irgendwie. Und das war auch, jetzt guck, es verbeugt sich vor uns. Das war gut. Das war ein richtiger Gurt hier. Joghurt, ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Doch, es hat geschmeckt. Jetzt die anderen machen es nach. Guck, die fallen plötzlich alle um hier. Joghurt, was ist los mit euch?
Der Wind kommt auf. Wir trinken Dosenfloh. Nee, ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich kann von dem Zeug nicht trinken. Schmeckt so was. Wie viel hast du denn schon getrunken? Sagen wir es mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Sagen wir es mal so. 15. Mehr will ich von dem Zeug auch nicht trinken. Sehe leer. Nie wieder das Zeug. Pass auf, wir machen es so. Der Ramses muss aufs Klo. Ja. Schon wieder. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Die sitzen alle hier, machen in die Hose. Mein Bein ist komplett nass, obwohl ich immer auf die Toilette gehe. Der Tisch tröpfelt hier runter. Ihr wart noch nie. Wir machen nochmal kurz Pause. Ja. Und dann testen wir die letzten zwei Bonus-Biere an. Diese zwei Plastikflaschen, die von den Alkoholdings wieder runtergehen. Deine Blase ist aber auch aber schwach. Ja. Also spendet jetzt für eine größere Blase. Ja. Dann werde ich mir mal eine zulegen. Wir machen kurz nochmal Werbung. Pause, irgendwas. Wir machen. Genau. Und dann kommen wir gleich wieder zurück und dann gucken wir mal, wo uns das noch hinführt. So. Hier in den Bergen von Texas werden alle Frauen gut behandelt. Siehst du den Schokoriegel da? Willst du ihn? Kriegst du nicht. Den lass ich mir jetzt schmecken. Ne? Ja, bettel mal nicht so rum. Du kriegst nichts. Ich bin ein Mann mit einer Milch. Aber Sandra, nee, aber da sind ja Fünflinge, aber geil. Und sie kann halt dann nein, eigentlich wären es nur Vierlinge, weil alle Starter-Pokémon und Pikachu halt. Erste Stimmt. Generation. Hallo. Hey, Glurak fehlt noch. Der Akku ist schon im gelben Bereich. Glumanda, dieser Samen. Können wir jetzt mal das Video beenden hier? Ja, ja. Vier. So, da rein. Eins ist schwarz, eins ist gelb, eins ist. Eins ist wie ein Schlüpfer im. Wir müssen neu starten. Pisa vor, da ran ist. Ja, genau. Mal den dreckigen Griffel da weg. Jetzt reicht's ja, aber hier 0,9 Liter. Das ist nicht mal ein. Das ist nicht mal ein Liter, das ist 0,9 Liter. Da haben die heftig betrogen. Beim Scheinungs im Kofferraum ist eine Flasche ausgelaufen, deswegen ist alles weggeschimmelt. Das seht ihr hier, wenn ihr auf das Etikett guckt. Und den Schimmel kriegen jetzt meine Gäste. Schimmelfleck drauf. Da steht aber irgendwas mit Pivo 0,9 Liter Mogne. Mogne Exportove. Pivo Jasne Mogne. Du hast immer noch nicht geguckt, was Mogne heißt. Pivo heißt Bier. Das ist auf jeden Fall ein Zusatzbier, weil das kommt aus der Plastikflasche. Und ist 900 Milliliter mit 7,2% Alk. Das machen wir jetzt auf, schenken das ins Glas ein. Oh Gott, ich hab der Starbeauftragte hat schon ausgerechnet, dass da bestimmt jeder ein ganzes Glas kriegt. Joa. Mindestens. Scheiße, ich deswegen können wir da großzügig einschenken im letzten Drittel des Fallout. Der erste Rausschmeißer, der zweite Rausschmeißer, kommt da noch. Jetzt kommen mir die ganze Plörre an den Kopf gesprengt. Wir haben schon Du hast es aber gut. Da ist gut. Da ist gar nicht mehr so viel drin für dich. Der hat wieder die Kindermors. Guck. Das ist ja. Das ist ja. Da ist nicht. Ich habe mir eigentlich weniger erhofft. Das ist die. Noch mehr werden. Das ist die Kindermars vom Mogne im polnischen. Was ist denn jetzt schon wieder? Daran merkst du schon, wer seine Lieblinge sind. Der Schimmel. Oh, das war man das nicht lesen. Weil der Schimmel die Flasche weggemacht hat. Oh, wie lang. Tu die halt mal so bei dir hin und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht. Weil wir müssen das jetzt testen. Exportbier heißt, das ist ein Exportbier. Prost. Das ist auf jeden Fall. Prost, 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 Prost. Die knallen mir hier die Biers in die Schnauze rein, in die Fresse. Das ist auf jeden Fall, das ist helles, ne, aber es ist ein bisschen trüb. Kann ich jetzt schon sagen, dass das trüb ist. Weil Exportdove wird bestimmt Export heißen. Warum haben wir keinen. Was sind das eigentlich? Sind das jetzt Polen oder sind das Polen? Polenbiere. Warum haben wir eigentlich keinen polnischen Stargast? Wen denn? Ja, ich meine Arbeitskollegen eingeladen hier, der hätte alle auf einmal getrunken. Das wäre sehr gut.
Ja. Nächstes Mal. Eben. Nicht. Statt Geitsch den Stargas aus Polen. Statt Geitsch den Glatzkopf. Aus der Ukraine, genau. Und deswegen. Also das ist jetzt leer. Ich würde also sagen. Vom Geschmack her war es widerlich. Warum? Ja, ich find's gut. Jetzt noch mal kurz. Widerlich? Ich find's gut. Das sind ich die. Ich fand's zu bitter. Welchen haben wir heute? Das weiß ich doch nicht. Also so schlimm fand ich es nicht. Ich fand eigentlich. Ja, 10. oder 11. 10. Da brauchst du mich auch nicht fragen. Welches Jahr haben wir? Man, du weißt doch, was 1978. Also das war noch bis 28.08.22 schaltbar. Ich finde, man konnte es gut trinken, ne. Obwohl, ich glaube, das ist das Apfeldatum, oder? War nicht so bitter, war nicht herb. Nee, das ist gut. Das ist Apfeldatum. Nee, für mich war es bitter. Was ist das? 28.08. Da kommt wieder der Gurtmensch. Der Gurtmensch. Der ist ja ein Gurt, gerade gurtet. Ja, genau. Gurt mit den Hannes lieber mal an. Dieses Bier ist am 28.02.22 um 9.23 Uhr abgelaufen. 8. Ja. Ich finde gar nicht so viel Unterschied. Wie kann man eine 2 mit einer 8 verwechseln? Scheißegal, mein Gott, rein damit. Ich sehe jetzt nicht so viel Unterschied zwischen dem allerersten Bier und dem. Boah. Nee. Das allererste war vielleicht ein bisschen milder. Das ist ein bisschen würziger gewesen, ja, hat mehr auf der Zunge gelegen. Aber ansonsten finde ich auch, kann man beide gut trinken, wenn man eine richtige Grippenvirus hat und erkältet ist. Dann kannst du dir das alles reinziehen. Und der David, der Drachenlord, das hat jetzt wird hier auf jeden Fall richtig gut. Das wird ein Brewer. Hey. Extra Mock. Nee. Aber es ist gut. Nee, ja, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir noch eine Flasche übrig. Das ist die größte bisher. Das heißt, wir brauchen ein bisschen, um die leer zu machen. Aber das ist trotzdem Brewer Alk 66 Obi. Boah. Aber Brewer gut. Original Recipe. Extra Mockne. Da steht wieder Mockne. Was heißt? Google doch mal Mockne. Das haben wir noch nicht gemacht. Schmeckt es nach Mock oder ne? Alk 66 Obi. Ja, aber ist gut. Das ist das Brewer. In der 1,5 Liter Flasche. Das heißt, wir können jetzt einfüllen bis zum Erbrechen. Oh. Ich habe noch vom Alten, also. Da habe ich ja nicht. Da kommen die Jänner wieder raus. Ja. Guck dir das an hier. Boah. Die Jänner. Jänner Flasch am Start. Ja, wir können noch mehr machen hier. Ja. Die geht Jänner, schon rüber. Jänner geht schon rüber. Jetzt kam was Flüssiges. Das ist was anderes. Das heißt, wir müssen jetzt mal einschenken. Mal also ich krieg schon das Erste. Krieg schon das Erste. Mogni ist stark. Also ein stark. Oh, Jänner. Mogni ist stark, hast du jetzt wirklich gegoogelt? Oma, ich möchte dir gerne. Ach so, deswegen kommt das auch erst bei den letzten Bieren die ganze Zeit auf und vorher gar nicht. Ja. Weil die alle über 15 und deswegen steht über Mogni drauf. Mogni! Richtig. Hier, Bierbeauftragter, gib mal dein hässliches, dreckiges Glas rein. Der Bierbeauftragte. Das singende, klingende Bäumchen. Jo. Das singende, ist der Kameramann, nicht im Bierbeauftragte. Das singende, klingende Bäumchen. Ja, stell dich hin, guck. Das ist nicht der Bierbeauftragte. Das singende, klingende Bäumchen in der Assi-Edition, nämlich das überfüllte, starke Bier. So, fertig. Da ist immer noch ein bisschen was drin. Das heißt, ihr könnt jetzt original eure Biers leer machen und dann könnt ihr immer noch einen Nachschub holen, wer das gerne möchte, je nachdem, wie es am besten schmeckt. Das ist das Prost. Brewers Mogne. Ich kann mich doch. Ich ist voller als voll. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Einmal im Leben habe ich mal mir Mühe gegeben. Nee. Was ist denn los? Du hast nicht mal einen Schluck genommen. Hilfe. Schau mal die Schneier an. Die hatte nur ein. Schau dir den Jenny, Kamera. Was ist mit dir? Stabeauftragt Musermann an. Eben. Ich glaube, das Ding entscheidet sich zwischen Hannes und mir. Ja. Wir werden fix noch den Rest hier ein bisschen versuchen aufzuteilen. Ja, richtig. Hilfe. Damit wir die Folge beenden können. Ihr könnt sie noch husten, schnupfen, was auch immer. Wir husten nur noch. Die Flasche ist auch leer. 4 Gläser, dann ist der Sack im Kasten. Das ist sehr gut. So, da müsst ihr gar nichts mehr machen. Kind. Hilfe! Hier ist dein Bier, hier ist mein Bier. Hannes, Prost. Prost. Liebe. Wir haben ja nicht so viel. Auf dich. Und viele Follower noch. Für dich.
viele Follower. Ja, genau. Ich hoffe, die Follower sind abgeschreckt über dieses Verhalten. Versteht ihr? Das ist polnisch. Guten Tag. Ja. Das ist einmalig. Ja. Hilfe. Boah. Boah, ich kann so langsam nicht mehr. So, zum Glück sind wir jetzt fertig. Ja. Mal einen Schluck mehr und ich hätte jetzt in mein Bierglas reingekotzt und deswegen finde ich das sehr gut. Das ist der Starbeauftragte der Imbissbronco, der hat hinter der Kamera tatkräftige Leistung geleistet. Du hast die Kamera gehalten. Immer. Du hast die Sonne reingebracht, du hast den Winter weggemacht, du hast hier noch ein ganzes Bier stehen. Du bist der Beste. Das ist die Jenna, die hat die Mütze auf. Die hat den Grütze-Klaus, Alter. Ja. Die hat einfach alles, was es so gibt. Das ist Hannes. Ja, oh. Ich bin fertig mit der Welt heute. Hannes ist fertig mit der Welt heute? Ja. Und deswegen würde ich sagen, genau. Das ist der Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Euer Ramses. Euer Ramses. Oh Gott. Seth, genau. Genau. Grüße gehen raus. Ja. Bist du Wrestling-Fan oder was? Jetzt auf einmal. Seth Rollins. Ciao.